Von Samstag, den 10. Oktober bis Mittwoch, den 14. Oktober 2015, trifft sich die Lebensmittelbranche auf der Anuga in Köln. Mit über 7000 Ausstellern aus 108 Ländern ist die Anuga die weltweit größte und wichtigste Messe für die Lebensmittelindustrie. Die Fachbesucher der Messe können dabei die Foodtrends des Jahres und kulinarische Spezialitäten der ganzen Welt probieren. Es ist einfach so, dass die Leute eher weniger Fleisch essen. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann geht der Fleischkonsum eher zurück. Aber die Qualität steigt, ganz eindeutig. Also man möchte halt schon, man möchte erst mal wissen, was man da isst. Und es soll von höchstmöglicher Qualität sein. Im Trend diesen Jahres stehen vor allem auch bio-, vegetarische und vegane Produkte. Dabei werden auch immer mehr Fleischersatzprodukte vorgestellt, die echtem Fleisch verblüffend ähnlich sehen. Aber auch an die Veganer wird mit Milchersatzprodukten gedacht. Wir haben den Megatrend vegan, vegetarisch. Wir haben Paleo als großen Trend. Wir haben Bio nach wie vor. Wir haben regional als weiteren Trend. Und Convenience. Es muss möglichst bequem sein. Das ist ein wichtiger Punkt für die Menschen.